Einen wunderschönen guten Morgen aus Ludwigsburg. Ich bin hier gerade zu Besuch in Ludwigsburg in der Nähe von Stuttgart bei meinem Bruder und mit meiner Familie. Meine Familie kam auch aus Berlin hergefahren. Wir haben als Familie wirklich schon lange keinen Ausflug mehr gemacht oder lange nicht mehr irgendwo zusammen gewesen. Deswegen dachten wir uns, wir besuchen mal meinen älteren Bruder hier und verbringen ein bisschen Zeit hier. Und dementsprechend bin ich mit meiner Freundin hier runter gedüst mit dem Auto und ja, mal den Alltag so ein bisschen verschieben, auch ein bisschen entspannen, denn ich bin ja die nächsten Tage wirklich sehr, sehr viel unterwegs und deswegen mal ein bisschen runterkommen. Und es ist wirklich sehr, sehr schönes Wetter hier in Ludwigsburg, extrem schön. Und ich mag es einfach extrem, weil es hier so ein bisschen ländlicher ist und ein bisschen ruhiger und ist genau mein Ding. Jedenfalls haben wir gerade gefrühstückt, ganz klassisch und dann auch schon gleich auf ins Training. Ich fahre dann auch quasi mit meinem Bruder und seiner Freundin und meiner Freundin auf ins Training. Ich weiß noch nicht genau, wo wir trainieren. Also es hat die Freundin von meinem Bruder jetzt für uns organisiert, dass wir auch zu viert irgendwo sein können. Auch Corona-bedingt gab es wahrscheinlich hier auch ein paar Änderungen. Deswegen, ich bin mal gespannt, wie es wird. Heute steht eigentlich Push auf dem Plan. Ich habe jetzt irgendwie immer Push in meinen Vlogs drin, weil ich im 3-Tages-Rhythmus die Kamera zücke. Aber mal gucken, eventuell, wenn die Geräte hier doch irgendwie besser oder anders sind, kann ich doch noch ein bisschen umdisponieren. Das werde ich dann aber gleich sehen. Vorher mache ich mir wie immer mein Pre-Workout und dann auch gleich mein Intra-Workout hinterher. Ja, das solltest du ja machen. Ach so. Hast du deinen Teil gerade nicht mehr aufgenommen? Also? Nein. Ach, Anna, ist nicht schlimm. Wir sind in 2 Sekunden fertig. Okay, nimmst du auf? Ja. So, wie immer, vorher. Ich habe jetzt ein. Sagen wir nochmal. Kurze Frage, du hattest gestern ein T-Shirt an, oder? Mhm. Sieht man's? Ja. Ja, ich habe jetzt nicht zu viel mitgenommen und zwar Gepäck ist viel zu viel sonst drin. Ich habe hier einmal den Meter Plus. Davon nehme ich wie immer ungefähr 5 bis 6 Gramm vorm Training. Ist ein bisschen windig. Na gut, ich nehme nur 5 Gramm vorm Training. Dann habe ich mein M-Tor im Geschmack Pfirsich-Maracuja. Davon nehme ich 30 Gramm vorm Training. Und dann habe ich hier noch im Training mein Komplettprodukt, den Intra. Hier ist quasi alles drin, was ich fürs Training brauche. Einmal meine Kohlenhydrate, dann die Aminosäuren und auch für die Hydration alles mit dabei. Ich würde sagen, wir haben es ein bisschen eilig, die machen mir schon ein bisschen Druck, deswegen geht es jetzt direkt auf ins Gym, würde ich sagen. Wir fahren ungefähr eine halbe Stunde hin, deswegen ich trinke jetzt schon mein Pre-Workout und dann mache ich mein Post-Workout, mein Intra-Workout auch direkt fertig und Post-Workout gibt es danach. Also ein bisschen anpassen hier in Stuttgart. Thank you.
So, mit einem Push-Workout. Die erste Übung war Bankdrücken an der Maschine. Und die Maschinen sind von Sterling. Die sind richtig, richtig gut. Die zweite Maschine war die Incline Press. Auch richtig gut gewesen. Schön viel Gewicht bewegt. Schön gute Kontrolle über den Muskel gehabt bei den Maschinen. Jetzt ist die Schulterpresse sitzend dran. Und auch die ist mega gut. Da geht die Ausführung gerade nach oben. Und man kann wirklich zwischen dem Kopf drücken. Richtig gut. Also, ich bin echt überrascht, was es hier in Sachsenheim im EasyFit für geile Geräte gibt, muss ich ehrlich sagen. Bin ich sehr positiv überrascht. Gleich geht's dann rüber zu den Isolationsübungen und dann sind wir auch schon fertig. Durch mit dem Training, auch die Isolationsübung noch am Ende reingehauen. Einmal Seitheben stehen, davon habe ich ungefähr 5 Sätze gemacht. Dann habe ich Butterfly gemacht und das als Pause-Satz, also quasi dreimal bis zum Muskelversagen. Ich bin echt durch. Dreimal bis zum Muskelversagen und danach nochmal Trizeps drücken im Sitzen, also an der Dipmaschine. Und jetzt sind wir fertig. Ich habe eben noch einen kleinen Formcheck gemacht. Mein Bruder meinte gerade noch, ich habe ihn gefragt, wie er die Form findet und er meinte halt eklig, ne? Jo. Was sagst du zu der Form? Ekelhaft, einfach nur. Einfach nur ekelhaft. Warum? Ja, weil es einfach. Ja, schon. Viel zu viel. Bogen überspannt. Genau, wir gehen jetzt auf jeden Fall zurück nach Hause, gehen dann uns fertig machen, duschen, dann gibt es Fleisch. Ja, so charmant ist mein Bruder. Das gehört nun mal dazu. Nein, also diese Kritik ist ja jetzt keine normale Kritik. Der meint das auch nicht so. Ne? Der meint das eher auf eine brüderliche Art und Weise. Ich glaube, jeder, der Geschwister hat, der weiß, wie das gemeint ist. Und weil er meinte noch schon, als er den Formcheck aufgenommen hat, so, meinte er, das ist viel zu viel und so. Ne? Er hat das ganz vorsichtig formuliert. Aber das muss man damit eben auch verstehen. Ne? Nicht jeder findet das schön. Oh, wow. Hier ist so ein Schirm. Der eskaliert gerade richtig. Der ist gerade fast runtergefallen. Ich glaube, der fällt auch gleich runter. Oh, wow. Tatsache. What the fuck? Hör auf. Ich will in Ruhe aufnehmen. Ja, jedenfalls sollte einem das auch egal sein können. Ne? Also ich persönlich, ich finde wirklich momentan die Form sogar richtig gut. Ich fühle mich auch richtig gut und das ist halt wichtig. Ne? Ich denke, viele Leute werden konfrontiert, auch vor allem in ihren jüngeren Jahren und man kann sowas nicht differenzieren, von wegen eigene Meinung und es persönlich aufzufassen. Aber ich verstehe es auch. Ich sehe ja auch, wenn ich draußen rumlaufe und aufgepumpt bin, auch wenn ich mich selber schmal fühle, ist das für die meisten anderen da draußen eben nicht so. Und viele Leute denken sich, man sieht an den Blicken einfach extrem viel. Und dann, wenn man den Leuten auch näher kommt und dann gucken die halt auch so mit den Augen so ein bisschen schief rauf. Und das ist alles okay. Ich meine, manchmal laufe ich mit meinem Teamkollegen Tobias Hane rum. Und das ist halt auch eine Erscheinung, 145 Kilogramm. Ich persönlich, ich finde es krass. Ich finde es auch nicht zu viel. Ich finde, da geht noch was, weil es einfach eine objektive Wahrnehmung ist. Aber wenn ich dann neben Tobi rumlaufe, sehe ich aus wie ein normales Kind und Tobi kriegt die ganzen Blicke und da kann man nochmal ganz genau reflektieren, wie das Ganze aussieht. Aber ich finde es auch irgendwie cool. Also ich finde es einfach, jetzt wie Arnold Schwarzenegger sagte, ne, man muss auch nicht jeder sein wie jeder andere, vor allem bezogen auf Bodybuilding, finde ich es auch schön, wenn man rausgehen kann und die Leute auch was anderes sehen als die Norm. Und das finde ich völlig legitim, völlig schön. Dann haben die Leute halt
was zum Unterhalten. Und wenn ich der Grund bin, dann ist das auch in Ordnung. Wenn sie keine anderen Probleme und Sorgen haben, dann scheint es ihnen auch wohl gut zu gehen. Und ja, jedenfalls ist das Ziel weiterhin, 5-7 Kilo RIM aufzubauen. Aber ich muss ehrlich sagen, das Mehr an Kohlenhydraten, das Plus an Aufbau, was ich quasi drin habe, das sind, glaube ich, ungefähr 400 Kalorien, 500 Kalorien an Kohlenhydraten, die ich drin habe in den letzten Tagen, die sind schon spürbar. Also das Training läuft extrem gut, die Form ist verhältnismäßig gleichbleibend, besser sogar, und alles läuft so, wie es laufen soll. Und jetzt gehe ich gleich mit meinem Bruder zum Türken Fleisch kaufen, denn meine Eltern kommen noch zu Besuch, und dann gibt es noch entspannt Grill. Dann werden noch die Proteins gesaved. Das Essen unterwegs ist bei mir meistens dann so, dass ich mich frei halte für gewisse Sachen und dann quasi esse, wenn es passt. Also ich frühstücke ausgiebig, und wenn wir unterwegs sind und gemeinsam essen, dann essen wir gemeinsam. Aber ich komme in den besten Fällen immer gut an meine Kalorien, an meine Makros, habe mein Proteinpulver mit dabei, habe meine Subs auch immer mit dabei, und da geht eigentlich selten was schief. Auch wenn ich mal 6 Mahlzeiten am Tag habe und sie auf 3 aufteile, dann funktioniert das wirklich sehr, sehr gut. Schlimm ist es, wenn ich zu wenig esse oder wenn ich zu viel esse unterwegs, weil das merke ich dann auch. Vor allem formtechnisch. Ich möchte meine Form grundlegend immer gleich gut halten. Das ist das Ziel. Aber genug gequasselt. Jetzt geht erstmal weiter. Erstmal duschen gehen und dann geht's einkaufen. So, der Postbote hat lustigerweise geklingelt. Das hier sind meine Produkte. Wir haben gerade eben auch alle mal zusammen das Milchreis-Zimt mit Hafermilch probiert. Adnan, wie schmeckt's? Sehr gut, sehr, sehr gut. Ja? Ja. Ist es gelogen oder verkauft? Es ist verkauft. Adnan, was sagst du? Hammerlecker. Und das ist hier die Bestellung von meinem Bruder. Der hat vor 2 Tagen bestellt. Einmal das Tusti Plus im Geschmack Pfirsich-Joghurt. Ne? Yes. Genau. Und einmal das Meta Plus. Ganz zufällig, sogar während ich hier bin. Meins ist fast leer. Das passt ganz gut eigentlich. Der nimmt das mit. Nein, meins. Rebecca, was sagst du? Ich fand's auch lecker. Rebecca hat das kaum. Wie fandest du das Milchreste? Ich fand's wirklich lecker, aber ich kenn's ja schon. Also ja. Ich trink's ja privat auch. Geschäftlich nicht. Nee, es war wirklich. Wir haben es gerade wirklich verkostet, und hat dann erstmal alle angeguckt wie so ein Storch, ne? Er hat dann geguckt, was sie sagen. Geschmacksprobe überstanden, schmeckt sehr, sehr gut. Boah, Freunde, der Grill war richtig, richtig gut. Ich glaube, ich habe über 1 Kilogramm Fleisch verdrückt. Also ich habe wirklich echt reingehauen. Meine Eltern haben mich, glaube ich, auch noch nie so essen sehen. Aber jetzt wissen sie, dass die Proteinmenge bei mir sehr, sehr leicht abzudecken ist. Es war super lecker. Wir haben super viel gegessen, habe auch so ein bisschen entspannt. Heute ist auch so ein kleiner, ich nenne es mal Cheat Day, weil es gab noch so ein paar Stücken Baklava. Nachher gibt es noch ein Eis. Ich muss die Kalorienmenge auch irgendwie füllen, weil bei so vielen Mengen Fleisch auf einmal, da kriegt man nie seine ganzen Kalorien zusammen. Und ja, wie gesagt, Aufbau heißt Aufbau. Jetzt geht es nicht mehr darum, unbedingt zu wenig Energie zu haben, sondern ausreichend Energie zu haben und keinen Verlust in Substanz zu haben. Aber das heutige Training hat mir wieder gezeigt, dass es vorwärts geht, und das ist mir extrem wichtig. Und nächste Woche geht es dann auch schon los nach Österreich. Ich muss vorher noch mal nach Hamburg einmal fahren. Da fahre ich zum Steve. Und da bin ich dann quasi für 1-2 Tage, also da nochmal ein bisschen was zu tun, aber das ist natürlich dann für Steves Kanal, nicht für meinen. Und dann ab nächste Woche, Donnerstag oder Freitag glaube ich, geht's für mich nach Österreich, beziehungsweise gibt es nochmal vorher einen anderen Stopp, aber ich möchte nicht so viel verraten. Ich weiß ja nicht, ob sich noch was ändert oder nicht, aber das, was kommt, wird auf jeden Fall cool. Und wie gesagt, die nächsten Vlogs, die nächste Woche, die übernächste Woche, die werden, glaube ich, sehr, sehr ereignisreich. Ich hoffe, dass ihr da so viel mitnehmen könnt, wie es geht, dass ihr auch wirklich Spaß beim Zuschauen habt, weil wir freuen uns wirklich wie kleine Kinder drauf. Ich habe auch schon alles fertig gebucht, also wir haben jetzt wirklich 5 oder 6 verschiedene Hotels oder 7 sogar, und das wird auf jeden Fall, glaube ich, was Schönes, eine schöne Reise, was Schönes zu erzählen. Und unter Bodybuildern macht sowas doppelt so viel Spaß. In jedem Fall warte ich jetzt gleich, bis meine Freundin und mein Bruder mit seiner Freundin gleich draußen sind. Die machen sich noch drin fertig. Und dann fahren wir noch ein bisschen raus, genießen den Abend, fahren in eine Shisha-Bar. Und
genießen das Wetter so ein bisschen. In diesem Sinne, Leute, vielen Dank mal wieder fürs Zuschauen. Ich danke euch auch wirklich für den ganzen Support. Via Gigas, via Vayu, via YouTube, wegen den ganzen Kommentaren. Die letzten Sachen, die kamen ja auch wirklich sehr, sehr gut bei euch an. Und ich bin euch echt dankbar, dass ihr mir das auch zeigt. Weil ich wüsste nicht, dass es gut wird, wenn es nicht Feedback gibt. Ne? Und ich bin euch da wirklich sehr dankbar und freue mich einfach, dass ihr da auch was mitnehmen könnt, dass ihr auch unterhalten seid und dass ich was mitgeben kann oder abgeben kann oder weitergeben kann. Ne? Aber das mal so ganz kurz am Rande erwähnt, ist mir sehr, sehr wichtig und euch wünsche ich allen noch einen wunderschönen Morgen, Abend, Mittag, wie auch immer, wann ihr das Video gerade schaut und wir sehen uns beim nächsten Video.